Grüß Gott und herzlich willkommen zur Stunde der Seelsorge zusammen mit Pater Karl Wallner, dem Nationaldirektor von Missio, der uns aus Wien zugeschaltet ist und der Dogmatik unterrichtet an der Hochschule des Stiftes Heiligenkreuz. Pater Karl, meine Diözese Augsburg hat drei Patrone, die heilige Afra, den heiligen Simbert und den heiligen Ulrich. Aber der Patron schlechthin meiner Diözese ist natürlich der heilige Ulrich. Ganz kurz ein paar Daten über ihn. Er wurde 890 geboren, vermutlich in Wittislingen bei Dillingen an der Donau, kam dann nach St. Gallen zu den Benediktinern in die Schule, wurde dann 923 zum Bischof geweiht, starb dann 973 und war ja wahrscheinlich der erste Heilige, der durch den Papst heilig gesprochen wurde. Mein Bischof Bertram Mayer hat jetzt ein Ulrichsjubiläum ausgerufen, 2023-24. Es gibt zwei Anlässe, 1100 Jahre seiner Bischofsweihe und 1050 Jahre seines Todes. Und er sagt über dieses Ulrichsjubiläum: Wir wollen hören, was Ulrich uns heute zu sagen hat. Pater Karl, mal diese grundsätzliche Frage. Ich weiß nicht, inwieweit du den heiligen Ulrich kennst, aber mal grundsätzlich gefragt. Was haben Frauen und Männer, die vor über 1000 Jahren gelebt haben, uns heute eigentlich noch zu sagen? Oder sind die nicht so weit weg in anderen Lebensumständen, anderen Konstellationen? Ja. Also der heilige Ulrich ist mir deshalb bekannt, weil ich Kirchenrektor über einige Jahre einer Kirche war, die den heiligen Ulrich als Patron hatte. Da war in der Nähe von Heiligenkreuz mal ein Mönch in der Barockzeit, der stammte von dort. Und der hat dort eine Ulrichskirche gebaut in Siegenfeld. Und da ist sogar so da das Hochaltar, also die Kirche ist sehr klein dort, deshalb gibt es kein Volksaltar. Und ich habe immer die Messe gefeiert dort mit einem Bild, also Barockbild, vor mir der heilige Ulrich. Und zu Füßen des heiligen Ulrich, der in der himmlischen Glorie schwebt, war die Schlacht vom Lechfeld zu sehen. Und dort hat man diesen 10. August 955 abgebildet gehabt, wie der heilige Ulrich jetzt eben im Ornat des Bischof reiten mit dem Kaiser Otto gerade eben jetzt gegen die Ungarn zieht. Das war ja eine ganz, ganz wesentliche Schlacht für das christliche Abendland. Die Ungarn waren damals noch Heiden. Dann hat man sehr geschickt nachher gemacht. Man hat einen Königssohn dann eben jetzt ausgebildet, den heiligen Stefan durch den heiligen Wolfgang, glaube ich, direkt danach. Und dann sind die Ungarn Christen geworden. Übrigens, wir Österreicher lieben die Ungarn, muss ich dazu sagen. Wir sind auch froh, dass sie Christen sind. Ja. Wir von Missio Österreich arbeiten zum Beispiel ganz gut mit ungarischen Hilfsorganisationen zusammen. Jedenfalls, also ich habe das immer vor Augen gehabt, den heiligen Ulrich. Und es war irgendwie so diese Bereitschaft, für das Gute zu kämpfen und sich einzusetzen für das Gute. Ja. Also die Schlacht vom Lechfeld ist, also was ich so im Hinterkopf habe, eine sehr grausame Schlacht gewesen. Also das waren andere Zeiten, das war ein Massaker dann am Schluss, aber das Massaker wäre anders ausgegangen, wenn die Ungarn gesiegt hätten. Also das sind alles so Sachen, da muss man immer sagen, man kann nicht eben das Jahr 2022 übertragen auf das Jahr 955. Aber ich glaube, es zeigt einfach auch die Kontinuität. Wir sind als Kirche eine Kontinuität auch der Heiligkeit. Und deshalb verehren wir eben nicht nur die Apostel von den Anfangszeiten, sondern eben auch den heiligen Martin aus dem 4. Jahrhundert und so weiter und so fort. Dann eben auch einen Heiligen aus dem 10. Jahrhundert, der euer Patron in Augsburg jetzt eben ist. Ich finde das einfach wichtig. Und dadurch entwickeln wir übrigens auch Geschichtsbewusstsein und nicht nur das Bewusstsein der Heilsgeschichte. Denn auch wir Heutigen sind Teil dieser Heilsgeschichte, sollen auch heilig werden und in unserer Zeit für das Gute kämpfen, so wie es der heilige Ulrich vor über 1000 Jahren getan hat. Pater Karl, ich möchte mit dir auf das seelsorgliche Wirken des heiligen Ulrich blicken. Für ihn war es wichtig, dass er seine Gemeinden überall besucht hat, zu Pferd und im Ochsenkarren bis in die hintersten Täler des Allgäus hinein, dort war er. Ihm war wichtig, dass die Priester eine gute Ausbildung bekommen an der Domschule in Augsburg, ganz gediegen. Ihm war auch wichtig, dass die Liturgie ordentlich gefeiert wird, und zerstörte Klöster hat er aufbauen lassen, hat geschaut, dass die Mönche auch nach der Regel des heiligen Benedikt leben, und selber hat er offensichtlich auch nach der Regel des heiligen Benedikt gelebt. Pater Karl, wenn man die Menschen zu Christus führen möchte, sind ja das Themen, die aktueller nicht sein könnten.
Es ist also ein Geheimnis, glaube ich, von großen Heiligen ist, dass sie sich immer bemüht haben, den Menschen nahe zu sein. Also der heilige Ulrich ist mir nicht so bekannt natürlich wie mein Namenspatron, der heilige Karl Borromäus aus dem 16. Jahrhundert. Aber das ist auch erstaunlich, der ist mit 46 Jahren schon gestorben, völlig aufgerieben. Aber der Karl Borromäus ist für mich auch so ein Beispiel, nicht? Wir haben jetzt gerade das Konzilsjubiläum gefeiert, 60 Jahre. Aber die Umsetzung ist immer das Entscheidende. Papier ist geduldig, ja? Beratungen sind eine schöne Sache, aber es muss umgesetzt werden. Aber was beim heiligen Ulrich mich dann sehr beeindruckt, ist diese Besuche, die er gemacht hat, bei den Priestern zu sein, bei den Pfarrern zu sein, was heute, Entschuldigung, wie ich es wahrnehme, ja kaum mehr jetzt eben den Bischöfen oder den Verantwortlichen gelingt, weil die so zu sind eben jetzt mit Gremien und Sitzungen und so weiter und so fort und weil ihr Aufgabenbereich auch so gigantisch und fast unbewältigbar geworden ist. Wir von Miss Österreich zum Beispiel, das stand mir immer so vor Augen. Ich habe am Anfang ja nur Protestbriefe bekommen von Pfarrern, ihr schickt so viele Sachen und so weiter, warum sollen wir für Afrika spenden und so weiter. Und ich habe dann meine Mitarbeiter rumgeschickt. Also ich kann auch nicht auf Besuch fahren zu allen, aber meine Mitarbeiter sind da viel netter als ich. Ja, da haben wir sehr liebe junge Mission-Mitarbeiterinnen, die Pfarrer besucht haben. Und das war dann auch interessant. Ich habe denen gesagt, ihr braucht euch gar nicht viel überlegen, was ihr da redet, lasst die Pfarrer einfach reden, ja. Und da ist wirklich, also das ist auch zugleich Seelsorge an den Priestern. Also die haben dann erzählt, was sie tun. Niemand hört ihnen eigentlich zu, ja. Also es ist schwierig, nicht? Also der war Bischof vor 1000 Jahren. Man kann das sicher nicht fordern, eben jetzt von heutigen Bischöfen oder auch nicht von kirchlichen Verantwortungsträgern. Wie ich Pfarrer war im Wienerwald, ich wollte auch alle Leute besuchen und war dann schon froh, wenn ich eben jetzt bei Krankheit oder bei einem Todesfall, da bin ich immer hingegangen und habe mal mit der Familie geredet und auch fürs Begräbnis eben jetzt dann das Leben, dass ich das auch würdigen konnte. Aber es ist einfach wirklich wahnsinnig schwer, weil wir alle keine Zeit haben. Aber der heilige Bischof Ulrich möge Fürsprecher sein, dass wir eben auch eine Pastoral der Nähe entwickeln, ja, nicht nur eine Pastoral, die jetzt eben sich in den Social Media, in Farbblättern oder sonstigen Dingen jetzt eben erschöpft und dass wir auch aus einer Kirche die wartet, dass die Leute zu uns kommen, so wie es Papst Franziskus sagt, zu einer Kirche werden, die zu den Leuten geht. Pater Karl, was dem heiligen Ulrich auch wichtig war, das war die Abhaltung von Diözesansynoden. Da hat er die Verantwortlichen zusammengeholt, hat mit ihnen beraten, wie es in der Seelsorge weitergeht und natürlich andere Belange, die der Diözese wie die Akzente gesetzt werden mögen. Bischof Bertram Mayer weist auf einen Zug hin des heiligen Bischof Ulrich, der mir doch auch im Blick auf die Situation heute, synodaler Weg, wichtig erscheint. Der heilige Ulrich, wörtlich schreibt Bischof Bertram Mayer, ist immer wieder über die Alpen nach Rom gereist, um sich an den Gräbern der Apostelfürsten Petrus und Paulus geistlich zu stärken. Der Papst war für seinen Hirtendienst Direktion und Inspiration. Der Nachfolger Petri gab seinem Dienst als Bischof von Augsburg Richtung und Weisung. Wenn wir heute auf den synodalen Weg in Deutschland blicken, dann haben ja viele den Eindruck, der Papst und die Weltkirche bleiben irgendwie außen vor. Kardinal Kaspar hat in einem Interview mir gegenüber gesagt, das auf KTV ausgestrahlt wurde, die Ursünde des synodalen Weges in Deutschland sei, dass sie diesen Brief des Papstes an das pilgernde Volk Gottes in Deutschland von Anfang an zur Seite gelegt hat. Da zeigt uns der heilige Ulrich einen anderen Zug, die Einheit mit dem Papst, mit der Weltkirche. Also der synodale Weg ist natürlich ein Thema, was mich sofort in Depressionen versetzt, weil ich das auch wahrnehme. Italien-Pilgerfahrt 2021, nicht? Also wo war ein Bischof, der nicht gesagt hat, was ist in Deutschland los? Ich bin Österreicher, aber irgendwie werden wir da immer auch mit identifiziert. Und alle sind in Panik, kann ich nur sagen. Ja, oder alle sind verständnislos. Auch die Bischöfe, die bei uns vorbeikommen, fragen, was ist da los in Deutschland? Und also diese Stimmung ist irgendwie, man versteht das einfach nicht. Und ich verstehe auch viele Reaktionen der Verantwortlichen nicht, die dann geschehen auf das, was aus Rom kommt. Dieser Brief, wie du schon gesagt hast, das habe ich auch so wahrgenommen, wo der Papst also gebeten hat, man möge doch Mission in den Mittelpunkt stellen. Also das wurde ja, Entschuldigung, wie Klopapier behandelt. Ja. Also das ist ja wirklich atemberaubend. Oder auch dann jetzt diese
diese kurze Stellungnahme, nicht, also dass nicht Instrumente geschaffen werden dürfen, die jetzt eben eine andere Leitungsform hier gleichsam einführen, die der Offenbarung einfach nicht widerspricht. Das ist ja sehr kurz formuliert gewesen. Also das war auch so irgendwie, also es wird dann weggeredet oder so. Und das geht einfach nicht. Es ist ja die deutsche Kirche deshalb so stark geworden und hat dann eben auch dieses Deutschland so sehr jetzt eben über Jahrhunderte, ja, wie soll ich sagen, zur geistigen Elite Europas gemacht, weil diese Bindung an Rom war. Das begann ja bei den Karolingern und so weiter und setzte sich dann jetzt eben fort über das ganze Mittelalter. Natürlich dann auch mit dem Investiturstreit, also wo es dann auch zum Kampf gekommen ist, setzt jetzt der Kaiser die Bischöfe ein. Der hat meistens weltliche Interessen natürlich gehabt, dass er dazu libertäre Bischöfe hat, die ihm seine Lehen verwalten und war nicht interessiert, dass das Geistliche wird. Also wir hatten natürlich auch eine Konfliktgeschichte zwischen Rom und zwischen der Kirche in Deutschland, beziehungsweise dem Kaisertum in Deutschland dann. Aber es war doch eine Erfolgsgeschichte, dieses Sich-Binden an Rom, auch ganz maßgeblich ja auch die Förderung des gregorianischen Chorals, der zwar über die Franken entstanden ist, aber das war irgendwie so eine Einheitskultur ist hier geschaffen worden, indem man über den Berg, ja, Ultramontem geschaut hat, nicht? Also das war bis ins 19. Jahrhundert, bis zum Ersten Vatikanum so. Das hat eigentlich die Kirche in Deutschland stark gemacht, ja. Und im Augenblick ist es irgendwie so, also wie wenn der Papst was sagt, das ist so, wie wenn meine Wahrnehmung ist natürlich subjektiv, also das ist immer schwierig, weil ich lese auch diese Texte vom Synodalen Weg einfach nicht. Ja. Also ich finde mich da ein bisschen auch hergetrieben, weil das Thema war ja Missbrauch und ich weise auf die Stellungnahme von unserem Kardinal Schönborn hin in der Communio, der hier ja wirklich auch dieses Thema gebracht hat, wie es ja auch einige deutsche Bischöfe gebracht haben, dass hier der Missbrauch instrumentalisiert wird, um eine neue Kirche zu schaffen. Und der Papst hat ja auch die Frage gestellt, also ob denn die wissen in Deutschland, dass es eh schon eine evangelische Kirche gibt, ja? Weil es ist doch eine Tendenz, eben jetzt die Sakramentalität abzuwerten. Also der heilige Ulrich, und das ist, glaube ich, ist ja das Anliegen, so wie ich auch Bischof Bertram Meyer kenne, der war ja bei uns im Heiligenkreuz. Ich war ganz überrascht, er ist gleich zu mir kommen, er kennt mich ja, ich habe ihn noch nie persönlich gesehen, aber offensichtlich sieht er die Stunde der Seelsorge. Und ich habe mich sehr gefreut, eben, dass ich dort sogar bei einem deutschen Bischof so bekannt bin. Du bist natürlich viel bekannter, weil du bist ein Diözesan und dein Bruder ist ja auch in der Diözese als Jugendseelsorger von Bischof Bertram eingesetzt. Also auf jeden Fall, so wie ich deinen Bischof durchschaue, hat er ja die Weisheit jetzt eben, dass er anhand von Heiligen und Vorbildlichem, was in der Vergangenheit geschehen ist, durch dieses Jubiläum von Bischof Ulrich, dass er hier, glaube ich, auch Akzente setzen will, um eine Therapie gegen diese Situation, die man in Deutschland einfach derzeit hat, ja, eine Therapie hier zu schenken. Ich wünsche dem viel Erfolg und euch viel Fürbitte des heiligen Bischof Ulrich. Pater Karl, mein Bruder ist mitverantwortlich für die Evangelisierung in unserer Diözese, aber das sei nur am Rande erwähnt. Das Leitwort des Ulrichsjubiläums 2023, 2024, das Bischof Bertram Meyer rausgesucht hat, stammt aus einer frühmittelalterlichen Lebensbeschreibung des heiligen Ulrich und lautet mit dem Ohr des Herzens. Bischof Bertram Meyer verbindet damit zwei Anliegen. Das eine ist, dass wir auf Gott hören in unserer Diözese oder überhaupt. Und er sagt, Gott bewahre uns vor der Taubheit gegenüber der Stimme Gottes. Und das andere ist natürlich, dass man aufeinander hört und einander zuhört. Und er sagt, ich wünsche mir für unser Bistum, dass wir immer mehr zu einer hörenden Kirche werden. Er macht sich hier das Wort vom jungen König Salomo zu eigen, der praktisch gebetet hat, Herr, verleihe mir ein hörendes Herz. Und er verweist auf Papst Franziskus, der sagt, es ist traurig, wenn sich auch in der Kirche ideologische Lager bilden, das Zuhören verschwindet und fruchtlose Opposition an seine Stelle tritt. Also dem Bischof geht es darum, auf Gott hören, aufeinander hören und wohl wissend, dass Spaltungen und Lagerbildungen das Zeugnis für Christus schwächen.
Du hast gesagt, dass der heilige Ulrich wahrscheinlich nach der Benediktsregel gelebt hat. Und dann wundert es mich auch nicht, dass sich in dieser frühmittelalterlichen Handschrift diese Formulierung findet von den Ohren des Herzens, weil das stammt ja aus der Benediktsregel. Der heilige Benedikt beginnt seine Regel mit dem Wort Obscultor Ophili. Lausche, mein Sohn, ja, Praecepta Magisti, den Weisungen des Meisters, damit ist Christus gemeint. Also höre hin auf Christus. Und ich glaube, das ist die Grundhaltung, die jeder Christ haben sollte, der Mönch sowieso. Und dass wir mal wieder hören, was steht denn im Evangelium? Was will denn unser Herr von uns? Und nicht jetzt so eine Ideologie des, wie soll ich sagen, des Zeitgeistigen. Wir wissen es jetzt besser und wir erfinden die Kirche gleichsam neu und wir wenden hier jetzt plötzlich zeitgeistige Kriterien an, um das Evangelium zu verändern. Das ist einfach ungesund und das bringt definitiv eine Spaltung. Es wird spalten. Also wenn man da nicht runtergeht, ja, und das ist so, du kannst keine Diskussion führen, wenn die Leute sich nicht zuhören. Ihr seid ja in Deutschland, also ab und zu höre ich mal deutsche Talkshows an, ja, ihr seid ja Meister, da gibt es ja jeden Abend tonnenweise Talkformate und das funktioniert einfach nicht, wenn alle gleichzeitig reden wollen und niemand dem anderen zuhört. Da hat man das Gefühl, man hört überhaupt nicht zu, sondern man wartet nur, bis der andere fertig ist, damit man dann wieder seinen Senf jetzt eben absetzen kann, ohne dass sich irgendwas jetzt eben verändert. Aber das ist kein Gespräch, ja, das ist kein Dialog, das entspricht eben auch nicht dem, was der Papst unter Synodalität jetzt eben versteht, dass wir aufeinander zu hören lernen und mit einem gewissen Verständnis. Und ich muss da wirklich sagen, wie ich das gehört habe, das ist schon einige Zeit her, wie da in Frankfurt abgestimmt worden ist, dass dann jetzt eben bei Wortmeldungen, die einem nicht gefallen, rote Karten oder so gezeigt werden. Also ich meine, das ist ja, ich weiß nicht, ob es stimmt, ja, aber ich finde es so schrecklich. Wir hatten in Wien nämlich auch, also durch unseren Kardinal, den ich wirklich sehr schätze, eine Form eben jetzt der Synodalität und der Vorbereitung, die ganz anders und meines Erachtens ganz richtig gelaufen ist, wo man sensibel hingehört hat aufeinander. Diese Versammlungen waren im Stephansdom, dann gab es das offene Mikrofon, da konnten auch Leute jetzt ihre Sachen absetzen, die waren oft sehr kritisch, aber man hat immer das Gefühl gehabt, man hört aufeinander. Und nicht, ich will jetzt den anderen fertig machen, niedermachen, meine Meinung durchbringen und so weiter und so fort. Ja. Und es gibt ja eine Stimme, auf die wir hören müssen, das ist die Stimme Christi. Und diese Stimme drückt sich auch jetzt eben in der Geschichte und in der Tradition der Kirche aus. Also ich kann keine Diskontinuität schaffen, ich kann Kirche nicht heute neu erfinden, weil das auch dem Wesen widerspricht. Wir stehen nicht im Raum einer selbst erfundenen Religion, sondern im Raum der Selbstoffenbarung Gottes, die den Aposteln anvertraut worden ist vor 2000 Jahren, wo der Petrusdienst eine besondere Funktion hat, nämlich die Einheit zu wahren, den Glauben der Brüder zu stärken und so weiter. Und wenn man da rausgeht aus dem Gesamtleben jetzt, des Hinhörens auf Jesus, was im Evangelium steht, und aus dem Gesamt der Tradition der Kirche, also dann entsteht sicher etwas Fruchtloses und Zerstörerisches. Also das ist wirklich eine nicht ungefährliche Situation. Und die Ohren des Herzens, die stehen auch in der Benediktsregel, ja, weil es geht nicht bloß um diese Ohren, ja, da kannst du ja viel hören. Ja, und dann trotzdem hast du die Ohren deines Herzens verschlossen und lässt es nicht in dich rein. Also deshalb brauchen wir auch sehr viel Gnade, glaube ich, für die deutsche Kirche, dass sie sich wieder öffnet jetzt eben für den Geist des Evangeliums und die Ohren des Herzens jetzt eben aufgeht, dass man wieder, wie soll ich sagen, eine Wertschätzung hat für das, dass wir Kirche in einer 2000-jährigen Tradition sind, in einer Gemeinschaft von 1,35 Milliarden anderen Gläubigen. Also da brauche ich wirklich sehr viel Gnade, weil ich habe oft das Gefühl, es sind die Herzen schon sehr hart geworden, ja. Und deshalb braucht wirklich der deutsche synodale Weg eine große Anstrengung des Gebetes. Und ich bin deshalb auch nie für solche Aktionen. Wir machen jetzt Unterschriften und dagegen und irgendetwas und so weiter und so fort. Wenn man sich sachlich informieren will, da empfehle ich sehr die Tagespost, die hier unglaublich gute Artikel bringt, ja, von Theologen, die wirklich Format haben und die Sachen jetzt eben ins rechte Licht rücken. Aber sonst braucht es wirklich die Gnade, dass unsere Herzen wieder weich werden und dass man sie öffnet, um auf das Evangelium und auf die anderen und auf die Kirche in ihrer 2000-jährigen Tradition zu hören, damit kein nachhaltiger Schaden geschieht. Also wie du sagst, in Bischof Walter Maier geht es darum, dass wir wieder mehr auf Gott hören und aufeinander hören. Und er sagt, als Methode für aufmerksames Zuhören möchte ich den evangelischen Theologen
und NS-Widerstandskämpfer Dietrich Bonhoeffer zu Worte zitieren: Mit den Ohren Gottes sollen wir hören, damit wir mit dem Worte Gottes reden können. Und Bonhoeffer fährt fort: Wer seinem Bruder oder seiner Schwester nicht zuhören kann, der wird auch bald Gott nicht mehr zuhören können. Interessant, wie Bonhoeffer beide Dinge zusammenbringt. Wobei Bischof Bertram Mayer betont immer wieder, natürlich das Hören auf Gott und auf den anderen, aber was nicht fehlen darf, ist das Handeln, das dann folgt. Und an einer anderen Stelle hat er gesagt, die Forschung nehme an, dass der Einsatz für die Armen in den antiken Städten weit mehr Menschen zur Kirche gebracht habe, als das Verkünden des Evangeliums. Diakonisches Handeln müsse aber ganz ohne missionarische Hintergedanken stattfinden. Da sind wir auch wieder beim heiligen Ulrich, der in seinem Bischofshaus immer eine Armenspeise organisiert hat. Oder wenn er auf Reisen war, geschaut hat, dass die Armen auch immer etwas zu essen bekommen. Also da sind ja die Deutschen, das muss man wirklich sagen, ja so tief christlich geprägt, dass sie Weltmeister sind im Spenden, Weltmeister sind in der Sorge für die Ärmsten der Armen. Also ich muss auch sagen, ich schaue mit einer gewissen Bewunderung von Misse Österreich auf die Bruderwerke, also Misse Aachen, Misse München, die hier Großartiges machen und die unglaubliche auch also Spenden auch bekommen und dann umsetzen. Und dann gibt es so viel in Deutschland von Miserie und Adveniat und so weiter. Es gibt die Caritas. Es gibt in den Pfarren so viel Engagement für das Karitative. Das ist großartig. Ja, und das glaube ich auch, das wird der deutschen Kirche auch zum Segen werden. Also so, dass ich doch keine Angst habe, dass zu so einer größeren Abspaltung jetzt eben kommt. Und dann verstehe ich eben nicht, warum man sich dann in den Glaubensfragen so fixiert. Ja, irgendwie auch die Angst, dass man aus der Zeit rausfällt oder dass noch mehr Leute austreten aus der Kirche. Aber wir haben eben keine Botschaft, die zeitgeistkonform ist. Das haben wir nie gehabt. Ja. Also es hat nie in die Zeit gepasst. Unser Herr Jesus Christus nicht, ist gestorben, weil er provokant kritisiert hat. Ja. Was hat er kritisiert? Die Gesetzlichkeit. Ja. Wozu hat er aufgerufen? Zur Nächstenliebe, zur Hingabe. Was hat er vorgelebt? Diese Hingabe bis zum Tod. Also da sind die Deutschen wirklich vorbildlich und das führt auch, also wie du gesagt hast, wie der Bischof auch sagte, das führt auch sicher zu Christus. Allerdings muss ich schon sagen, Nächstenliebe soll man tun, ja, unterschiedslos an alle, ja, aber man soll nicht verschweigen, warum man sie tut. Ja, das ist mir auch ganz wichtig, weil nämlich wir haben diese Nächstenliebe bei uns deshalb entwickelt, weil wir wegen der Menschwerdung des Sohnes Gottes in jedem Menschen Christus sehen können. Das hat keine andere Religion. Die anderen geben Almosen und helfen, weil es Gott irgendwie beauftragt hat oder aus einer inneren Stimmung heraus und so weiter und so fort. Das ist eine Motivation, aber nicht gleich stark wie die Motivation, wie ich sie auch sehe in den Ländern des Südens, bei den Missionarinnen, bei den Schwestern, die dort wirklich ihr ganzes Leben einsetzen. Und die tun das deshalb, weil der Dienst am Nächsten zugleich eben jetzt Dienst an Gottes, weil Christus ja Mensch geworden ist und wir in jedem Menschen, im Ärmsten der Armen, im Ausgegrenzten, im Notleidenden, im Flüchtling, Christus dienen. Bischof Bertram Mayer sagt, eine synodale Kirche fängt für ihn dort an, wo man einander wieder das Ohr schenkt und damit anfängt. Er als Bischof tue das gegenüber den Gremien, den Teams und den engagierten Frauen und Männern, sagt aber auch, ein Bischof hört viel, aber die erste Instanz, deren Stimme bei seinen Entscheiden Gewicht haben muss, sind das Wort Gottes und das Gewissen, das ihm eingepflanzt ist. Ich will mit dem Herzen hören auf Gott und auf die Gläubigen und ich verspreche allen, die meiner Seelsorge anvertraut sind, gern schließe ich mich der Bitte des Königs Salomo an, schenke deinem Diener Bertram ein hörendes Herz. Umgekehrt erwarte ich mir die Tugend der Diskretion. Beratung macht nur Sinn, wenn sie sich paart mit Verschwiegenheit. Die lässt mitunter sehr zu wünschen übrig. Viele können nicht schweigen und wundern sich dann, wenn sie nicht mehr gehört werden. Und wohlgemerkt, mancher, bei dem ich Rat einhole, merkt vielleicht gar nicht, dass ich ihn um seinen Rat gebeten habe. Interessante Äußerung. Also das mit der Diskretion ist schon interessant, ja, weil es braucht eben in dem, was man nach außen weitergibt, auch einfach Klugheit und nicht eben jetzt Sensationsheischerei. Und manchmal jetzt eben
Man gewinnt ja sehr schnell, wenn man sich in der Kirche als Opfer darstellt, von Bischöfen oder vom Papst oder von irgendwelchen konservativen Gruppen, dann gewinnt man sehr schnell jetzt eben die Sympathie der Medien. Man kann sehr schnell skandalisieren und das ist etwas, das nicht nur jetzt eben auf der liberalen Seite passiert, sondern leider auch auf der konservativen Seite. Da gibt es sehr viel Unklugheit. Und diese Instrumentalisierung der Öffentlichkeit und so weiter, um da jetzt eben selbst für sich, wie soll ich sagen, gute Stimmung zu machen, in Wirklichkeit ist es also ist es zerstörerisch für die Kirche. Wir müssen uns bemühen und manchmal auch mit, also ich komme aus einem Kloster. Ich habe ja viele Dinge auch getan, ja, wo ich ja auch, wie soll ich sagen, im ersten Augenblick die Zähne zusammenbeißen musste, wenn du diese Aufgabe bekommst und das und so weiter und so fort, ja. Und dann bemüht man sich halt und dann im Nachhinein sieht man, das war genau das Richtige, dass ich hier jetzt im Gehorsam, ja, gegenüber meinen Oberen, versucht habe, jetzt eben Christus zu dienen und nicht meinen Willen, mein Eigentum jetzt als das Oberste genommen habe. Das hat aus meiner Erfahrung immer Segen gebracht. Und das möchte ich eben allen raten, die nicht verstehen, warum die Kirche diese Haltung hat und warum der Papst so ist und warum das so ist. Bitte, ja, also wir sind und in einer übernatürlichen Gemeinschaft und ich muss nicht alles verstehen, ja, aber es muss mir ein Anliegen sein, in dieser Einheit der Kirche zu sein und dieser Einheit auch zu dienen, durch Klugheit, durch Demut, durch Gehorsam und durch Diskretion. Dieses Ulrichsjubiläum möge ein Beitrag sein, dass das Reich Gottes wächst, indem wir wieder mehr auf Gott hören und aufeinander hören und so auch ein überzeugendes Zeugnis von Christus ablegen. Pater Karl, wir sind am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bitte dich noch um ein Gebet und den Segen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir zu einer Kirche gehören, die über 2000 Jahre schon durch die Zeit zieht. Und immer wieder hast du große Männer erweckt, um den Glauben zu verkünden und durch ihr Zeugnis uns zu ermutigen. Ich bitte dich besonders für die Christen in Deutschland und ganz besonders in der Diözese Augsburg, die sich anschicken, das Jubiläum des heiligen Bischof Ulrich zu begehen. Bitte dich aber für uns alle jetzt, dass wir heute zu lebendigen Zeugen des Glaubens werden und dass wir alles tun, um die Einheit der Kirche zu bewahren. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Auf die Fürsprache des heiligen Ulrich und aller Heiligen segne euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Pater Karl, dir herzlichen Dank für dieses Gespräch. Auch Ihnen herzlichen Dank fürs Einschalten. Noch ein Hinweis am Ende dieser Sendung. Jetzt am Freitagabend, am 28. Oktober, feiert Bischof Bertram Mayer in Seeg im Allgäu in der Ulrichskirche um 18:30 Uhr ein Pontifikalamt, gestaltet von den Augsburger Domsingknaben. Ab 18 Uhr überträgt KTV schon den Rosenkranz. Vielleicht wollen Sie auch nach See kommen. Und mit diesem Gottesdienst eröffnet die Diözese Augsburg ganz offiziell den Weg zum Ulrichsjubiläum 2023-24. Und KTV darf übertragen. Und das wird einmal im Monat ein Gottesdienst aus See sein. Immer so der dritte Freitag im Monat. Kommen Sie nach See oder schalten Sie ein. Ihnen alles Gute, Gottes Segen. Wären Sie gesund, bleiben Sie gesund und Frieden, Frieden für die ganze Welt.